Der plumpe Riese mit dem einfältigen, kindlichen Gesichtsausdruck, dessen Antlitz immer von Asche und Ruß entstellt war, glich einem Zyklopen. »Habe die Zeit verschlafen«, rief der Schmied, sich in Verzweiflung das zottige Haar raufend. »Der Teufel soll mich holen. Warum habt ihr mich nicht geweckt, Meister? Ich spute mich so und dachte noch am Abend, auch den linken Flügel fertig zu kriegen, um morgen früh auffliegen zu können.« »Du hast gut daran getan, auszuschlafen. Die Flügel taugen sowieso nichts.« »Wie? Sollen wieder nichts taugen? Nun, Messere, ihr seid der Herr, aber diese Maschine ändere ich nicht mehr. Wie viel Geld, wie viel Arbeit hat sie gekostet? Und alles sollte vergeblich sein? Woran soll es denn fehlen? Mit solchen Flügeln sollte man nicht fliegen können? Nicht allein einen Menschen, einen Elefanten heben sie empor. Ihr werdet es sehen, Meister. Erlaubt mir nur, sie einmal zu erproben. Meinetwegen über dem Wasser. Falle ich, so nehme ich nur ein Bad. Ich kann ja schwimmen wie ein Fisch. Ich ertrinke nicht.« Mit flehendem Blicke faltete er seine Hände. Leonardo schüttelte den Kopf. »Gedulde dich, Freund. Alles kommt zu seiner Zeit. Später, später«, stöhnte der Schmied. Traurig zuckte er mit den Augen. Er weinte fast. »Warum nicht jetzt? Wahrhaftig, Messere, so heilig der Name Gottes ist, ich werde fliegen.« »Du wirst nicht fliegen können, Astro. Hier, die Mathematik.« »Das habe ich mir gedacht, eure Mathematik zu allen Teufeln. Sie verwirrt nur. Wie viele Jahre arbeiten wir emsig daran. Die Seele vergeht einem vor Gram. Jede dumme Mücke, Motte, Fliege, verzeih mir Gott, auch die garstige Mistfliege kann fliegen. Aber der Mensch muss wie ein Wurm kriechen. Ist das keine Kränkung? Und worauf sollen wir warten? Hier sind ja die Flügel. Alles ist fertig. Ich würde sie nehmen, mich segnen, sie schwingen und wegfliegen auf Nimmerwiedersehen.«